Moin mit Phantom Tags, let's go! Ja. Moin! Willkommen zu diesem Bosskampf. Ja. Let's fucking go! Ich habe jetzt mal gegoogelt, was das bedeutet, weil es mich dann irgendwie doch interessiert hat. Erzähle ich gleich. Nimm erstmal hier den Typen. Es kann doch nur irgendwo hier sein. Hey, da kommt jemand. Er geht weg. Lustig. Refuses to elaborate further, leaves. Ja, also ich denke mal, ich kann mir jetzt vorstellen, wie das Ganze hier endet, oder? So, wir legen das darauf. Hey, wo ist er hingegangen? Where the fuck did they go? Ich dachte, hier wäre noch ein Weg. Crazy. Denkst du dran, Brina rauszupacken, damit du ihn gleich scannen kannst? Oh. Oh nein, nicht so, das meine ich nicht. So. Sehr gut mitgedacht. Vielen, vielen Dank. Der wird. Sieht aus der ersten Reihe. Ja. That's where we're here. Also ohne Spaß. Ich wünsche mir gleich dann doch, dass da irgendeine Erklärung zukommt, wie wir den jetzt nicht finden konnten. So, der muss sich irgendwo ganz komisch zusammengefaltet haben oder so. Sonst akzeptiere ich das nicht. So. He probably has. Schauen wir uns das mal an. Wow. Das ist jetzt nicht so krass versteckt, um ehrlich zu sein, aber. Wow, Mario! Das ist ja das Genuine! Oh, das ist bitter. I'm disappointed. Hey, schon wieder dieser Kerl! Das suche ich und suche und dann fällt es mir einfach in die Hände. Das Sternjuwel, endlich, was für ein Glück. Aber wen sehe ich denn da? Ist das nicht der Trottel, der in meine Falle getappt ist? Und der noch dazu das Pech hat, das Sternjuwel nicht zu bekommen? Oh, mein Mitleid ist grenzenlos, aber ich habe einen Trostpreis für dich. Willst du wissen, was es ist? Nein! Ich dachte, er holt eine Kanone raus oder eine Waffe. I swear to God, ich dachte, es wäre eine Gun. Es ist der Auslöser für eine Zeitbombe. Close enough, finde ich. Bumm, und dieser schöne große Baum wird in alle Winde zerstreut. Natürlich mit allem, was so drin ist. Rahaha. Ich für meinen Teil habe genug von diesem alten Moschenbaum. Also, auf ein Wiedersehen. Jesus Christ, fucking Metroid over here. Mario, denke, wir sollten hier schleunigst verschwinden. Ganz kurz, ich liebe es, dass der Timer weiterläuft, während wir reden. Das ist das Beste. Ach, holy shit, Alter. Die hier lassen wir ja auch einfach... Absoluter Dicken. So fucking funny. Hallo? It's insanity. Oh, the bad ending. Ja, oh, echt. Jesus Christ. Also folgendes. Ich möchte es einmal erwähnen. Darf ich einmal? Natürlich. Natürlich läuft er. Based. Das ist cool. Based. Alles andere hätte mich jetzt wirklich gewundert. Nee, weil ich es kurz sagen möchte. Also es gibt einen Streamer, der heißt Phantom, glaube ich sogar. Und irgendwann wurde das mal so zum Running Gag, dass wenn andere Streamer, also das war dann irgendwie, das ist einmal passiert, da hat ein Streamer so ein Social Eating mäßiges gemacht. Weißt du, so, ne, man stellt sich zusammen, was zu essen, so, kennst du, oder? Ja, ist echt zu viel Zeit, oder? Oh, Jesus Christ, und du wirst belohnt. Not. Let's go. Unreal. Hey, das Unreal. Das Video geht 2,5 Minuten, also keine Sorge, ich habe jetzt nicht... Alles gut. Nee, und dann kam halt dieser Streamer-Fandom da rein, so ohne Ankündigung, so als Meme, weißt du, und dann halt so, und dann hat er sich was zu essen genommen und ist wieder abgehauen damit. So, und das war anscheinend irgendwie ein guter Gag und dann haben die das halt öfter gemacht und das wurde dann halt bekannt unter dem Namen Phantom Tags. Also so Tags eher im Sinne von Steuern, so, das heißt, weißt du, wenn man dann was zu essen hatte, dann ist halt quasi der Witz, dass man sagt, okay, man muss halt Steuern an den Streamer Phantom abgeben. So. Das I heißt. Hate to ask, but läufst du richtig? Ja. Okay. Doch, sieht gut aus. Ich bin mir aber nicht sicher, wie ich die jetzt. Pusten. Oh,
Hut so lang? So. Alle da hinten hin. Oh nein. Der eine braucht eine extra Einladung, oder? Scheint. Ja, genau. Und das ist halt quasi der Witz. Also wenn man was zu essen hat und dann, weißt du, dann ist das so, eine andere Person will davon auch was, dann kann sie quasi sagen, hier Phantom Tags, und dann kann sie sich was davon nehmen. So, das ist der Witz. Und ganz ehrlich, an sich, I get it. Solid. Oder? Solid. So, okay. Warum man jetzt sagt, you're so Phantom Tags, das kann ich dir nicht beantworten. Wer bist du denn, du Hohlkugel? Ey, lass mich durch, du alte Hexe. Bursche, hast du mich eben eine alte Hexe genannt? Wir. Ich empfehle nicht mehr Respekt vor dem Alter. Auch wenn es mich mein Leben kostet, ich musste jetzt mal was sagen. Was soll das sein, du verkalktes Fossil? Also damals, ich war noch ein blutjunges, lebensdurstiges Ding. Autsch, das war zu viel. Oh, mein Hexenschuss. Da, es kommt davon, mir eine Gardinenbrech halten zu wollen. Hey du da, bleib doch mal stehen. So kommst du uns nicht davon. Also, du gibst uns jetzt schön das Sternenweh zurück. Und dann wirst du ganz schnell diesen Wald verlassen. Zumindest werde ich wohl erstmal den Zünder ausschalten. Das ist lieb. Are you fucking waiting now? Wäre schon funny. Er ist in seiner eigenen Sprechblase gefangen. He can't do shit. Also, ein Teil von mir würde wirklich gerne diesen Timer abwarten. Ganz ehrlich, wollen wir gucken, was passiert? Wollen wir gucken, was passiert, wenn er ausläuft? Mich würde es brennend interessieren. Explodiert? Ich will sehen, wie der Baum explodiert. I hate nature. Und ich glaube, es gibt keine bessere Sprechblase, um ihn gefangen zu halten, als diese dafür. Doch. Ich habe den Controller in der Hand. Also ich werde jetzt im Endeffekt entscheiden, was ist deine Meinung? You are so fucking insane, aber sure. Fucking do it again. Das wäre insane, das zweite Mal zu Okay, dann das wäre extrem lustig. Sie ist pissed. Oh nein. Ein schöner Stern, oder? Ja. Oh. Muss ich auch einmal in Ruhe alles anschauen. Zumindest werde ich wohl erst einmal den Zünder ausschalten. Das war jetzt. Ja. Ja. Bisschen. Ein bisschen underwhelming. Bisschen anticlimactic. Ach, guck mal, ich muss nicht mal alles neu machen. Hättest du schon verdient, oder? Hm? Hättest du jetzt aber verdient, oder? Ein bisschen, ja. Ich find's schön, wie er auch immer kleiner wird. Das ist toll. Und wow, wir haben echt aber auch einen Nachteil gehabt, weil es ist natürlich. Ne, wir haben das ja alles. Aua. Oh, den habe ich gespürt gerade. So, der Timer läuft ja weiter, während man so labert. Und dann, und da wir ja das alles vorlesen, dauert das halt alles ein bisschen länger. Mhm. Naja. Ja, ich weiß, wie sie nur ausschalten. Will he now? Will he? Will he do it? Okay, nein, das ist gut. Langweilig.
Klein Pestbeulen, dann lass mir keine Wahl. Oh, was mach ich da? Sorry, ich bin stupid. Klein Pestbeulen, lass mir keine Wahl. Also, beklagt euch nicht. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass ein neuer Timer angeht, der noch viel schneller geht und er rennt einfach los. Das wird doch funny. Aber das ist natürlich auch okay. Los geht's, Großzieber, und du hast wieder Comprina nicht gewechselt. Hä? Und viel Spaß haben in unserer neuesten Entwicklung. Aber ich hab doch... Ach, ich hab einmal zurückgewechselt, ah shit. Ja, ist okay. Ist okay. Damn. Ein wenig Origami. Na, schlottern euch schon die Knie. Schon beeindruckend, unser Kruzibot, oder? Das ist noch gar nichts. Ich werde euch jetzt zeigen, was dieses Monster so kann. Oh, wirklich beeindruckend. Aber wenn mich meine für gewöhnlich unfehlbare weibliche Intuition nicht trügt, stimmt irgendwas nicht mit dem. Ey, einer von den Bubus ist abgehauen. The fuck? Ich mag diesen 50-50 da. Ja, ist cool. Aber darf ich kurz sagen, es wäre schon lustig, wenn man ihn jetzt einfach wegpusten könnte, oder? Don't quite think that's how it works. Das wäre lustig. Ja. Hast du gesehen, jemand hat einen Mod gemacht, die einfach die Texte, wenn man X drückt, mit Gumbrina austauscht in Smash und Pass? Und das ist alles, was sie sagt. Du sagst, du drückst X und alles, was sie sagt, ist Smash oder Pass. Das ist ziemlich fucking funny. Das ist gut, ne? Das ist ein Kruzibot. Kruzillus steuert diesen Kruzionenroboter. Maximal KP 30, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Besonders gefährlich ist sein Kruzi-Stampfer. Klar, der ist ja auch eher groß. Er kann auch seine Arme abtrennen und diese separat angreifen lassen. Für die Arme gilt Max KP 2, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Die Arme sind ziemlich stark, vielleicht solltest du sie zuerst ausschalten. Findest du eigentlich das Design von diesem Kruzibot? Ich weiß ja nicht. Pink? It's your problem now. Oh, shit. Los geht's. Hier kommt der Kruzi-Stampfer. Bruder! Pretty funny. Alter, macht er das noch einmal? Ich bring sein Gesicht um. Echt jetzt. Oh, ich will die Stampfattacke sehen. Ah, na. Drücke A genau dann, wenn du auf dem Gegner landest. Ich hätte jetzt gesagt, das habe ich getan, aber das war es anscheinend nicht. Hm. Hä, okay. Wirklich ein wenig... Ich probiere es mit einem normalen Sprung kurz. Okay. Das hat ein bisschen besser geklappt auf jeden Fall. Ja, er ist so hoch. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schwierig zu treffen, weil er so hoch ist. Ich hoffe, das ist verständlich. Kann er damit aufhören? Ich habe literally gerade A gedrückt, I swear. Oh, pardon, not gonna lie. Nee, echt. Soll ich es nochmal probieren? Ah, macht einen mehr Schaden. Was gibt es noch für Items? Macht größer und höher die Angriffskraft. Lädt elektrisch auf. Angreifer müssen leiden. Erdbeben trifft Boden und Decken gegen Angriffskraft 5. Soll ich mal versuchen, ihn einschlafen zu lassen? Als ob das funktioniert. Das stimmt. Ach komm. We're doing this. Also bis jetzt, ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir bis jetzt alle seine Attacken gesehen haben. Das ist nämlich bis jetzt ziemlich, ja, okay. Es war noch lange nicht alles. Schaut mal, dass mein kleiner Freund noch so alles kann. Das wird euch aufwärmen. Ja, mit dem Feuer habe ich gerechnet. Jetzt wäre zum Beispiel doch ein Item ganz gut. Ja. So eine solide Feuerblume. Powerblock macht jetzt eher weniger Sinn. Warte, was war Volto? Ja, nee, das macht keinen Sinn.
Wutbeben macht jetzt auch keinen Sinn. Ja, Feuerblume ist immer gut. Ich hoffe, die trifft nur, weil das Ding ist ja irgendwie aus Metall. Mal schauen. Nope, passt. So, jetzt hat er keine Arme mehr, oder? Stupid. Oder hat er eben genauso keine Arme? Bin mir unsicher. Jesus. Ich weiß nicht so ganz. Naja. Er hat seinen Orden carried. Dieser Hieb umgeht die gegnerische Verteidigung. Ich probier mal hier. Wumms, Digga. Macht nur nicht. Macht nicht mehr Schaden. Ja. Ja, okay, ich habe ja nur. Ich habe ja gerade. Mir ist gerade aufgehört. Ich habe ja den Powerhammer ja gar nicht. Also, ich habe ja, ja bessere Schuhe. Das ist natürlich. Ja, okay, er hat eben keine Hände. Ist gut. So. Weißt du was? Ah? Ah? Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. I see, you see, we see. Jetzt musst du kurz unterhalten, weil ich muss mich doch immer ein bisschen konzentrieren hierbei. War ein spannendes Gameplay heute bei Kawaii Gaming. Wir drücken den A-Knopf häufig hintereinander. Smartphone Game. That game in a nutshell, not gonna lie. Oh Gott, ich hatte gerade schon Angst, dass die getroffen werden, aber ich dachte mir, das sollte die doch treffen. Ja. Angel. Gronk, da steht Gronk. Ich seh's. Angel. So, geht das nicht. That's it. Ich bin gespannt. Er sagt einfach, so geht das nicht und macht nichts. Sehr gut. Ey, dieser Orden haut richtig durch. Das ist echt crazy. Was passiert jetzt? Höchste Angriffskraft. Fucking D&D Bard Move hier in der letzten Sekunde. Holy shit, stoßen, so tun, als würde man was tun. Das kann nicht wahr sein. D&D Bard Move. Oh, I think he's dead. Krass. Money. Money. The money. Boah. Der war jetzt nicht so hart. Hm. Ah, wie soll ich das mal General Grotius erklären? Hm. Eines Tages werde ich es euch einzahlen. Du bist ganz süß, mit der Rotz. Thanks, Roger. Damn. Ich finde, dem hätten sie einen mitgeben sollen. Geschafft, Mario! Mhm. Endlich wird unser Baum wieder so friedlich werden, wie er immer war. Die Legende besagt, dieses Sternjuwel gehört jetzt dir. Oh, ich habe das Gefühl, das haben wir schneller bekommen als das erste, oder? Ja, ich finde der Dungeon in Anführungsstrichen auch wesentlich weniger komplex als dieses weirde Festungsding. Ja. Ein Sternenergiebetrieb, jetzt 3. Mario lernt die Sternattacke Paralyse. Ich weiß nicht warum, aber. Oh. Paralyse. Ich finde immer das ein bisschen makaber. Naja. So besiegte Mario Kurzilus und erhielt das zweite Sternjuwel. Die Armee der Kruzion wurde vertrieben und der Friede kehrte zurück. Der Wunderwald war wieder erfüllt vom fröhlichen Geplapper der Bubus. Aber die Kruzionen werden diese Schmach wohl nicht auf sich beruhen lassen. Sie werden alles unternehmen, um Marios Pläne zu vereiteln. Peach, 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 Notice how there's no mention of the other insect guys. Das bedeutet, dass Geschichte immer von den Siegern geschrieben wird. Ich wollte gerade sagen, ja, Geschichte wird immer von den Siegern geschrieben. Was soll man machen, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Was sagst du? Du kannst Kruzillus nicht erreichen. Jawohl, wir warten auf einen Bericht von ihm, aber...
General, bitte Erlaubnis zum Reden. That's the fucking the most stupid sentence I've ever read. Was ist denn? Erstattet Bericht. Offensichtlich hat Mario das Sternenjuwel aus dem Wunderwald erbeutet. Was? Was mit Godzilla und dem Schattentrio? Bedauere mitteilen zu müssen, dass sie alle von Mario vertrieben wurden. Diesen Mario sollte man wohl nicht unterschätzen. Habt ihr etwas über die restlichen Sternenjuwelen in Erfahrung gebracht? Bitte um Vergebung, General. Wir befinden uns gegenwärtig auf der Suche nach diesen Steinen. Eins in Lugardsburg, dann eins im Wunderwald. Dann unser Sternjuwel aus Rohling, das macht zusammen drei. Bleiben es noch vier Sternjuwelen. Setzt die Suche fort und passt auf, dass euch Mario nicht wieder zuvorkommt. Befehl. Mario scheint tatsächlich diese Karte zu besitzen. Na gut, von nun an werdet ihr jeden seiner Schritte verfolgen. Zu Befehl. So auf der Hut, Mario. Ob Mario wohl meine Mail gelesen hat? Hätte sie die nicht so mit so einer Lesebestätigung schicken können? Ach, und wie läuft wohl das Leben im Palast? Vielleicht kann ich nie wieder auf rauschenden Bällen tanzen. Ach so, ich dachte gerade, was für rauschende Bälle. Oh, sie meint Tanzbälle. Ja, okay. Es soll nur aus mir werden. Es ist wie ich, weil ich jetzt erwartet, so werde ich immerhin bequem schlafen. It's time. Jesus Christ. Das darf ich doch, oder? Getting the clickbait in. Das Thumbnail wird wieder das hier sein. Okay, Papier trocknet sich mit Papier ab. Das ist auch... Dieses Spiel macht nur so Halbsinn. Schwierig. Das hat gut getan. So, können wir mal raus? Die Tür scheint abgeschlossen zu sein. Okay. Oh, das war sicher Tech. Ich weiß nicht mehr, wie ich den gesprochen habe. Wahrscheinlich so techie, oder? Scheint nicht zu funktionieren. Scheint nicht zu funktionieren. I'm scared of what's to come. Guten Tag, Peach. Danke, dass du gekommen bist. Ist meine Mail an Mario angekommen? Ah, okay. Ja. Empfänger Mario bestätigte den Erhalt der Mail. Schön. So wie zu der Sendeverfolgung. Okay. Ich weiß Bescheid. Ah, so? Ein Glück. Was gibt es heute? Sicher möchtest du etwas über die Liebe wissen? Ich habe Pornoseiten entdeckt. Haben die auch Liebe? What should I even say now? Habe eben gehört, dass du im Ballsaal tanzen möchtest. Du hast das gehört? Jesus. Ja, bitte Verzeihung, ich bin auf Überwachung der Prinzessin programmiert. In jeglichen Zimmern, allen sind Kameras installiert. Genau. Ich sehe jeden einzelnen Blickwinkel. Meine Reaktion auf deine Worte war, ich möchte mit dir tanzen. Ich möchte mit dir duschen. Diese Reaktion ist mir unverständlich. Muss diese analysieren. Sie analysieren? So etwas kann man doch gar nicht analysieren. Wenn man etwas zusammen tun möchte, das ist Liebe, denke ich. Aber du, also, du bist ein Computer. Prinzessin Peach, bitte tanz mit mir. Moment mal. Wie könnte ich tanzen, das
Wie soll ich sagen? Wie soll das gehen, dass ich mit dir tanze? Wie wäre es hier mit... Ich? Hast du das etwa gemacht? Na gut. Komisches Gefühl, mit sich selbst zu tanzen. Drücke den Knopf, dessen Symbol auf dem Bildschirm vollständig aufleuchtet. Aha. This is crazy. Ja, man muss sagen, sie nailt es. Also ich nail es, weil ich die, das tue. Aber nein, der... Ich nail es überhaupt nicht. Es muss exzellent sein. Ja, es wird's. Ja. Ich mache ja gerade tatsächlich einen Tanzkurs. Da machen wir das auch immer genauso. Danke, Peach. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was? Grüße an der Stelle, wenn er zuschaut. Ja. Das ist also Spaß. Heck. Zum Dank für das Tanzen kannst du eine Mail schicken. Gib mit der Tastatur den Empfänger und deine Nachricht ein. Fertig. Kannst du es abschicken? Danke. Mhm. Nachricht verschickt. Bitte geh auf dein Zimmer zurück. Muss die neuen Daten sofort analysieren. Die Daten, die eben erfahrenen Spaß verursacht haben. Du bist schon ein seltsamer Computer. Falsch, ich bin der klügste Computer der Welt. Die Wände in diesem Wohnheim sind echt nicht so dick, glaube ich. Gute Nacht, Peach. Oh Gott. I think I'm pretty loud right now. Mhm. Davon muss es sein. So ist es, Euer Scharfsichtigkeit. Meines Wissens wurde die Prinzessin in einem Dorf östlich von hier gesehen. Sehr gut, Cammy Cooper. Dann ist das unser nächstes Ziel. Ihr seid unglaublich männlich. Ach, es hat mich rein. Tschüss. Auf geht's. Was ist denn jetzt los? Willst du wirklich deinen eigenen Goomba? Ja, okay. Alles klar. I mean. Ach, ja. Ich bin nicht so ganz. Ich kann nicht so ganz glauben. Also. Ich sag mal. Ne, das ist doch. Ja. Komm hier. Das ist disappointing. Oh. Crazy. Nice. Und nochmal. Ja, warte, ich bin jetzt in Welt 1-2. Oh. Nein, jetzt komme ich da oben nicht ran. Nein! I fucked up! Nein, jetzt kann ich nicht mehr. Das ist ja unlucky. Jetzt kann ich nicht mehr sterben. Ey, ich komme hier. Komm ich hier nicht mehr. Oh lol. Oh. Thought of everything. Die einfach einen Kaiserblock dahin gebaut haben. Warte. Das ist so nice. Ich sterbe aber nochmal. Ich will wissen, wie viele Levels es gibt. Jetzt aber. Jetzt. Ja, Marios Job ist gar nicht so einfach. Ich finde, das musst du ja auch mal. Ne? Das ist gar nicht so einfach, wie man immer denkt.
Das ist immer das gleiche Level, oder? Ja. Ist ein bisschen rough. Das war, glaube ich, nicht gedacht, dass man hier unbedingt sterben sollte. Wieso? Sonst würde man das doch nicht hier hinpacken. Ist wirklich noch 1-4 voll machen. Nochmal! Wenn es ins Schloss kommt. Ich will gucken, gibt's ein 1-5? Weil das gibt's ja im Original Mario Bros. Nicht. Oder kommen wir jetzt in 2-1? The worst Bowser I've ever seen. Hunger! Außerdem ist es auch schon ganz lustig irgendwie. Und es gibt ja auch neue Texte, also wir sehen ja auch immer wieder was Neues. Also ich finde das absolut fein. Oh Gott, er hat Selbstmord begangen. Dass du für Punkte sammelst. Ja, das auch. Also. Eins, okay. Zack. First try, Idiot. Ein Feuerwerk. Herzlich willkommen im Blüten. Also. Alle Entdeckungen, Koopas und Kinder zuerst. Ich will doch keins von diesen Winzlingen. Also, wo ist die Prinzessin? Verklemmtheit! Seht nur, da! Ich hab grad euer Verklemmtheit verstanden. Was mehr? Oh, meine Prinzessin! Oh, Jesus fucking Christ. Ich hab dich überall gesucht, du Holde. Freust du dich nicht? Der gute Bowser ist gekommen, um dich zu retten. Mach uns still. Komm mit, ich zeige dir meine renovierte Festung. Die freudige Überraschung hat ihr Honig-Sprache verschlagen. Jetzt sind deine Frauen so unerkanntlich. So. Das ist also die wahre Damenhaftigkeit. Nun, eine schweigsame Prinzessin ist auch sehr attraktiv. Wir sind wirklich wieder bei der Paper Mario Bart Folge angekommen, oh, Jesus Christ. Frauen weißt du, kennst du? Ja, echt. Mein Schatz, mein lebensgroßes Prinzessin Peach Bros. Jetzt geh ich auf gar keinen Fall hier. Damn, he's cooked. Ein Booster. Das kann doch nicht. Was bin ich nur für ein Idiot? Oh, wie. Oh nein! Ach, oh nein! Oh, der Arme! Das war ja fast traurig. Mario, vielen Dank für alles, was du für uns getan hast. Endlich können wir wieder in Frieden hier leben. Musst du wirklich schon gehen? Schade, schade. Aber wann immer du meiner weisen Ratschläge bedarfst, bist du herzlich willkommen. Wir alle würden uns freuen, dich wiederzusehen. Ich dachte, das wäre der Umfangreiche da hinten. Ja, anscheinend. Ich habe es auch gerade gemerkt. Und nun dann werden wir aufpassen, dass so etwas nie wieder passiert. Ich hoffe sehr, dass du die restlichen Sternjuwelen schnell findest. Ja, ja. Vielen Dank. Ich bin sicher, dass wir uns bald wiedersehen. Bis dann. Ja, Stunde 0. Stunde 5. 0. So. Bis dahin, Mario. Bis dahin, Mario. Okay, also, an der Stelle würde ich sagen, gute halbe Stunde gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, hier war Mario und die Legende vom Skibidi. Das war das letzte Mal, dass ich diesen Witz mache.